Da wären wir also wieder im fabulösen Leben der YouTuber. Willkommen zurück zu YouTubers Live 2. Es gilt momentan eine ganz easy Aufgabe zu erreichen. Ich mache mal meine Facecam weg. Erreiche 30 Abonnenten. Das ist ja wohl das Einfachste, was man kriegen kann, oder? Ruf einfach 30 deiner Verwandten an und sag ihnen, die sollen deinen Kanal abonnieren. Oma, Opa, scheißegal, die müssen den Kanal nicht gucken. Sie sollen ja nur abonnieren, okay? Nee, wir machen das natürlich vernünftig. Und schauen uns an, was wir tun können. Also, die Energie ist halb leer. Ist das meine Energie oder die Energie meines Computers? Ich sollte vielleicht mal die Batterien wieder wechseln. Zum Starten des Videos, was? Du sagst schüchtern Hallo? Nein, ich mache immer voller Energie. Ich würde, glaube ich, niemals schüchtern ein Video rausbringen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das bin halt nicht ich. So, du denkst, das ist eine gute Information? Du schmeichelst dir selbst. Nee, komm. Wir versuchen es mal mit dem Lachkrampf. Vielleicht kommt das sympathisch rüber. Habe ich auch schon mal gehabt in Videos, ne? So. Und dann, du bedankst dich bei deinen Abonnenten für ihre Unterstützung. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier alle eine schöne Mischung schaffen, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ich sage jetzt mal gute Informationen. Ich versuche eine Mischung aus allen Smileys zu machen. Du bittest um Abonnenten. Ich verabschiede mich einfach mal. Guck mal, 3 Sterne. Immerhin, oder? Das war doch schon mal besser als letztes Mal. Okay, 5 Sterne ist es noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, ob man wirklich tatsächlich hier 5 Sterne schon von vornherein erreichen kann. Sollen wir das speichern? Ach komm, das war. Wir haben was Besseres gemacht als vorher. Das ist doch schon mal ganz gut. Also, vergiss nicht, dass du. Was? Ja, ich muss das Video hochladen. Entschuldigung. Video bearbeiten, stimmt. Genau, und jetzt geht es wiederum, das Video zusammenzustückeln. Übrigens habe ich in den Kommentaren gelesen, ihr habt gesagt, also manche haben, ihr seid begeistert von dem Spiel. Ich ehrlich gesagt bin jetzt bis jetzt auch ziemlich interessiert an dem Spiel. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das auch richtig zusammensetzen kann. Das ist. Ja, ich muss ja hiermit anfangen, oder? Das passt ja alles nicht. Das ist ja absolute Katastrophe. Kann ich das. Warte mal, wenn ich das jetzt so mache. Dann ist es wenigstens nicht ganz so schlimm. Da habe ich wenigstens einen Stern gekriegt. Das ist nicht schön. Ich weiß nicht. Ja, ich veröffentliche es jetzt trotzdem. Ja. Wollen wir hier ein bisschen so ein bisschen blitzig unterwegs sein? Ja, komm, es war ja unser nächstes Poltergeist-Video. Jetzt können wir ja auch ein bisschen Poltergeist-Stimmung in die Thumbnails packen. Und wir machen jetzt mal, wir müssen jetzt wirklich 30 Abonnenten hinkriegen. Das heißt, wir müssen über Leichen gehen. Und wenn es unsere Ehre ist, die wir jetzt in Füßen treten, ich muss jetzt Clickbait-Titel benutzen. Das meist erwartete Kommentierung des Jahres. Ja, okay. Grammatikfehler. Geben Klicks, weil die Leute denken sich so, wenn das so geschrieben ist, muss der total hohl sein. Darauf klicke ich. Der beste und schlechteste von Hashtag Zuhause ohne Filter. Schon wieder der Beste. Ich dachte, das Beste. Was du bisher nicht über Hashtag Zuhause wusstest und was dich sprachlos machen wird. Komm, das machen wir. Das ist gut. Das will ich. Und der Titel? Ach so, das war der Titel. Ja, Entschuldigung. Macht es die Leute sprachlos? Zwei Daumen hoch. Ja, aber stimmt. Wenn es die Leute sprachlos macht, dann schreiben sie ja nichts. Dann kommentieren die ja nichts. Das ist ja eigentlich ganz scheiße. Aber die Opponenten kommen. 62! Ich sollte anfangen, solche komischen Titel zu verwenden. Ring. Es ist schon Mitternacht. Zeit ins Bett zu gehen. Schlafen hilft dir, neue Energie zu bekommen und in den nächsten Tag zu starten. Du kannst bis 4 Uhr morgens wach bleiben, aber dann wirst du nicht in der Lage sein, all deine Energie für den nächsten Tag wiederherzustellen. Gute Nacht, Toffi. Ich rufe dich morgen früh an, um dir etwas Wichtiges zu erzählen.
Okay, also meine Energie ist tatsächlich wirklich meine Energie, wie ich sie halt eben verbraucht habe für den Tag. Wir können also am Tag gewisse Dinge tun, sofern es unsere Energie zulässt. Und dann müssen wir den Tag irgendwann abschließen. Also wie ein Tagebuch. Ja, halt typische Sachen, die man halt einfach wie ähnlich wie bei Sims oder sowas erledigen kann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wirklich mal pennen. Ich schlafe natürlich mit Schuhen, ist klar. YouTuber-Leben halt, ne? Die teuren Sneaker, die könnten ja geklaut werden. Okay, Tagesübersicht. 4 Münzen und 3 Münzen. Aber guck mal hier, dafür habe ich mehr Abonnenten gekriegt als dafür. Also da war mein ursprünglicher... Ich habe einen Daumen runter gekriegt? Ich sag ja, mein ursprüngliches Selbst, da habe ich ja noch versucht, ganz ich selbst zu sein, hat deutlich besser funktioniert. Und es hat mehr Aufrufe gekriegt. Gut, es ist aber auch viel früher gepostet worden, ne? Na gut. Ich glaube, was ich aus diesem ersten Tag lernen kann, ist, versuch lieber du selbst zu sein, lieber Toffi. Auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. Heutige Trends, Hashtag Katzen. Ich zeig meine Muschi. Hashtag Armored... Was? Armored Nucleus? Das ist ein Spiel. Hashtag Deity of War? Deity? Hashtag Honey Play Studios One? Und Hashtag Abenteuer... Also ich spiele ein Abenteuerspiel mit meiner Katze. Auf der Play Studios One oder wie war das? Ring. Hey Toffi, ich habe gerade die Videos gesehen, die du auf deinen Kanal hochgeladen hast. Sie sind gut, aber du hast vielleicht schon gemerkt, dass sie nicht viele Aufrufe bekommen. Das liegt daran, dass sie nicht im Trend liegen. Schau dir die täglichen Trends an, um ein Video darüber aufzunehmen und hochzuladen. Auf diese Weise bekommst du mehr Aufrufe und Abonnenten. Ja, jetzt muss ich mir irgendwo eine Katze klauen. Ich habe ja keine. Schau dir auf deinem Handy neue Trends an. Ich weiß ja, dass es Katzen sind, aber davon kriege ich auch keine. Achte darauf, was in der Stadt gerade im Trend ist. Sie sind nach Beliebtheit aufgeteilt in Hashtag unbekannt, Hashtag normal, Hashtag bekannt, Hashtag sehr bekannt, Hashtag relevant, Hashtag angesagt, Hashtag Hashtag. Jetzt ist das Spiel Ich sag einfach Deity of War, oder? Hashtag ziemlich angesagt, aber wenn du irgendwo ein Hashtag relevantes oder Hashtag angesagtes Thema siehst, musst du nur Hashtag zugreifen. Trends ändern sich täglich und du kannst sie auch in der Stadt Hashtag entdecken. Aktuelle Trends sind der Schlüssel dazu, dass deine Videos viele Aufrufe oder Abonnenten bekommen. Hast du gesehen, dass die angesagten Videos über Videospiele sind? Um diese Art von Videos aufzunehmen, musst du zu Hause eine Gaming-Ecke einrichten. Das ist jetzt wieder nach meinem Geschmack. Genau das Ding Content bringe ich ja hier auch. Ich versuche immer mit Gaming-Videos die Leute zu begeistern. Und genau da möchte ich jetzt auch hin. Zu deinem Glück habe ich schon eine parat, die du überall in deinem Haus aufstellen kannst. Du schenkst mir eine Gaming-Ecke? Du bist aber ein sehr, sehr reicher Xavier. Was muss ich eigentlich für den tun? Dafür, dass er mir so viele Annehmlichkeiten ermöglicht. Ich habe über die Bezahlung noch gar nicht gesprochen, oder? Ja gut. Richten wir eine Gaming-Ecke. Am besten ja genau hier, oder? Möbel hinzufügen. Arbeitsbereich hinzufügen. Oh, Alter, die Gaming... Ich kann gerade aktuell nur die Gaming-Ecke angucken. Mann, ich will mehr angucken. Och nö. Okay, wir dürfen nur Tutorial machen gerade aktuell. Nach links drehen, warte. So, oder? Am ehesten. Ja, und direkt am Rand eigentlich. Perfekt, du hast jetzt deine Gaming-Ecke eingerichtet. Jetzt brauchst du nur noch ein Spiel oder eine Konsole. Und schon kannst du anfangen, Gaming-Videos aufzunehmen. Na, eine Capture-Card fehlt aber auch noch. Viele YouTuber posten Gaming-Content. Versuche, die beliebtesten Videospiele zu finden. Übrigens, ich habe dir ein Spiel und eine Konsole bestellt, damit du anfangen kannst. Das sind Bonzen, ey. Geh und sprich mit Blair, dem Mädchen im Gaming-Laden. Spieler 1. Sie wird sie dir geben. Was? Ach, der Gaming-Laden heißt Spieler 1. Ich dachte schon, der nennt mich jetzt auf einmal Spieler 1. Beep, beep. Ich habe gerade eine App mit einem Stadtplan auf deinem Handy installiert. Nutze die Karten-App, wenn du dich nicht verirren willst. Beep, beep. Stelle eine Gaming-Ecke in deinem Zimmer auf. Abgeschlossen. Schön. Und jetzt müssen wir mit Blair quatschen. Okay, jetzt können wir endlich mal die Welt angucken. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
Ich hätte jetzt noch ein Video posten können darüber. Hey, ihr Cuties, ich gehe heute meine neue Konsole kaufen. Ich habe sie geschenkt gekriegt von meinem Sugar Daddy. Und dann klaue ich mir noch irgendwo eine Katze. Hashtag geil. Hashtag gesetzlos. Hashtag Hund oder Katze. Hashtag Cappy gehe ich auch noch kaufen. Okay. Wo finde ich sie denn? Die gute Ute. Slater Surf. Entschuldigung, Hashtag Slater Surf. Warte mal, steht da irgendwas? Karte oder so? Ah, tatsächlich installiert. Ich kann hier Google Maps benutzen, was wahrscheinlich nicht Google Maps heißt, weil Markenname. Okay, die Frage ist, ich habe hier keine Karte tatsächlich. Das ist ein bisschen schade. Also wenn ich jetzt hier laufe, weiß ich gar nicht, wohin ich laufe. Ich muss immer wieder die Karte so aufrufen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, ich kann hier runter. Gut, so groß wird die Stadt nicht sein. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade. Okay, das habe ich selbst herausgefunden. Hier müsste es sein. Ja. Tag Network. Dann sagen wir guten Tag, hä? Oh Gott. So, liebe Blair. Wo steckst du? Ich bin hoffentlich hier auch wirklich richtig. Ja, scheint so. Ach nee, Quatsch. Da hockt der Typ. Oh, ich dachte, das wäre die Aufgabe von ihm. Ich kann mit ihm gar nicht reden, oder? Doch. Wie läuft alles so bei dir? Mein Insta-Live ist marklos. Ich habe gar kein Instagram. Insta-Live. Mein Kanal wird immer beliebter. Tut mir leid, ich muss los. Vergiss nicht, ich bin für dich da, wenn immer du mich brauchst. Ja, Sugar Daddy. Guck mal hier. Soll ich dir helfen bei was? Okay, Entschuldigung. Ich habe gedacht, es würde mir angezeigt werden, wenn ich eine Aufgabe von ihm bekomme, dass das jetzt seine Aufgabe ist. Deswegen sein Gesicht. Okay, ich muss in einen anderen laden. Es wurde mir ja gesagt, dass ich in einen Game-Shop muss. Aber trotzdem. So, wo gehen wir hin? Auf der Karte wurde das aber nicht angezeigt, ne? Das ist mein Zuhause. Ist das hier vielleicht der Gaming-Laden? Da links? Links oben vielleicht. Das hier ist... Ne, das ist Klamotten. Ich laufe einfach so über die Straße übrigens, ne? YouTuber brauchen sich nicht an Verkehrsregeln halten. Wir sind ja YouTuber, wir sind ja berühmt. Wenn wir angefahren werden, verklagen wir diejenigen auf Millionen. Und deswegen traut sich das keiner. Das ist der Supermarkt. Wo muss ich denn hin? Da hoch muss ich. Ich muss ganz da hoch. Ich habe die Karte einfach nur zu wenig gescrollt. Okay, dann wird es tatsächlich doch angezeigt, wo man hin muss. Starrt ihr die Wand an? Ah, ihr sprayt. Ach, ohne Spray. Ah, das ist das legale Graffiti von heute. Wisst ihr, woher das zustande kommt? Gretas Schuld. Weil Spray ist schlecht für die Umwelt. Und die heutige Jugend sagt sich so, ich gehe freitags nicht in die Schule, um die Umwelt zu schützen. Was machen wir freitags, wenn man nicht in die Schule geht? Ja gut, man muss seine Zeit vertreiben. Am besten mit Graffiti. So, aber Spray ist ja schlecht für die Umwelt. Was machst du? Tu es einfach so, als wenn du Graffiti sprayst. So, das passiert alles in deren Köpfen. Das ist die Jugend von heute. Gesunde Rebellierung. Kann man das so sagen? Umweltfreundliche Rebellierung. Rebellierung, das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht. So. Die Stadt ist also in verschiedene Abschnitte geteilt, die immer wieder geladen werden müssen. Gut, solange das jetzt nicht überhand nimmt, finde ich das ganz in Ordnung. Also klar, die Ladezeiten sind jetzt nicht unbedingt gerade die allerkürzesten. Es braucht immer einen Moment, ihr seht es ja. Aber es ist okay, also... Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. So, und hier müsste jetzt der Laden sein. Genau. Da. Spieler 1 geht... ich gehe in Spieler 1. Übrigens auch ein geiler Film. Ready Player One. Kann ich euch empfehlen. Das ist ein echt cooles Spiel, sage ich schon. Cooler Film. Der gefällt mir wirklich.
Armored Nucleus. Ja, das ist das Spiel, was aktuell im Trend liegt. Aber ich spiele ja nicht irgendwelche Titel. Fortnite ist auch im Trend und ich spiele es aber auch nicht. Rainbow Siege. Nix Six Siege. Okay, alles klar. Hallo Blair. Möchtest du mit mir reden? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich würde gerne meine Bestellung abholen vom Sugar Daddy. Okay, du bist also der neue YouTuber in der Stadt. Naja, Xavier hat mich angerufen, um dir das hier zu geben. Oh oh, der Kleine meldet sich. Vielleicht fängt er sich gerade. Ich höre gerade das Babyfon für alle diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Er ist auch erkältet, genauso wie ich. Deswegen höre ich, ne, ist ein bisschen empfindlich und so, aber jetzt macht er Mittagsschlaf, sollte er zumindest, und jetzt höre ich ihn gerade. Gut, wenn er erkältet ist, dann braucht er ein bisschen mehr Zuneigung, ist klar. Scheint gerade noch zu gehen. Ich halte die Ohren offen, okay? Hier hast du die Konsole von Honeyplay Studios One und das Spiel Deity of War. Ich weiß immer noch nicht, ob man das richtig aussprechen muss, das nachher mal googeln. Beep, beep. Alle Gegenstände, die du erhältst, werden in deiner Tasche aufbewahrt. Die Tasche hat nur begrenzten Platz. Ja gut, ich sag mal... Ich hab das doch gar nicht in meiner Tasche. Ich halte es in den Händen. Sieht ein bisschen aus wie Lara Croft da oben drauf, oder? Hey, Toffi. Hast du das Spiel und die Konsole schon? Ja, ich halte es in meinen Händen. Super, jetzt lass uns dein erstes Gameplay aufnehmen. Okay, also wieder zurück. Ist das eine... Das ist eine Xbox 360. Nee, oder? Doch, das müsste Xbox 360 sein, oder? Nikosoft Z-Box Live. Das ist gut. Was ist das? Die Honeyplay Studios One. Okay, ja klar, das wissen wir mittlerweile. Kann ich da dran? Nee. Aber es ist schön, es ist irgendwie niedlich gemacht. Oh, guck mal, es gibt Mantendo, das sehe ich ja jetzt erst. Mantendo, Z-Box und Play Studios. Süß gemacht, wirklich. Und da ist ein Creeper dahinter ihr, oder? Das ist total süß gemacht, wirklich. Also mir gefällt es. Will sie so kleine Easter Eggs mit drin bringen? Natürlich dürfen sie die richtigen Namen nicht verwenden. Was ich ein bisschen schade finde, ne? Ich glaube, die hätten nichts dagegen gehabt, wenn sie so ein kleines bisschen so Werbung gekriegt hätten. Man vertritt ja hier quasi die Meinung, dass jede Konsole hier vertreten ist. Oder kommt mir das nur so vor? Es ist ja jetzt alles, alle drei Konsolen sind ja vertreten. Das heißt, man kann ja nicht davon sprechen, dass eines hervorgehoben wird als das andere. Von dem her fände ich das jetzt, ich persönlich, nicht so schlimm, wenn man jetzt die richtigen Namen genommen hätte. Aber umso lustiger wird es natürlich, wenn man irgendwelche komischen Fake-Namen nimmt. So. Ja, mach mal ein Instagram-Foto von Omi. Baba May, was? Hallo Liebling, ich bin Baba May, die Oma von Joy. Und ein Instagram-Model, oder? Du kennst sie bestimmt, sie ist hier sehr beliebt. Ich kenne sie nicht. Aber sie scheint mich jetzt ein bisschen ins Herz geschlossen zu haben, ne? Baba May. Baba May. Entschuldigung, ich finde das cool. Okay, hier unten war mein Haus, ne? Hier am Strand. Alter, das ist so richtig schön. Guck mal, ich bin direkt am Strand. Am Hashtag-Strand, Entschuldigung. Das könnte ich mir als Popel-YouTuber mit 30 Abonnenten doch niemals leisten. Entschuldigung, 64 Abonnenten. Könnte ich mir nie, nimmer leisten. Ich sag ja, das ist ein Sugar Daddy. Das macht doch gar keinen Sinn sonst. Das kann er sich auch nicht leisten. Der will was von mir. Beep, beep. Um ein Gameplay aufzunehmen, musst du zuerst das Spiel und die Konsole aus deiner Tasche nehmen und auf deiner Gaming-Ecke anschließen. Echt? Ich dachte, ich male jetzt ein Bild von dem Spiel. Wähle dann das Spiel aus und starte die Aufnahme. Piep, piep. Okay, Lagerraum, Video aufnehmen, upgraden. Muss ich jetzt auf upgraden klicken? Tatsächlich. Also wir haben insgesamt 5 Konsolenablagen.
Nee, hä? 1, 3, 5, 8. Also man kann bis zu 10 Konsolen, aber so viele Konsolen gibt's doch gar nicht, oder? Gibt's? Spielerablage 10, bis zu 30 Spiele, okay. Aber das ist nicht das, was ich hier tun sollte. Lagerraum. Ich gucke einfach mal ein bisschen durch, ne, damit wir es mal gesehen haben hier. Ach so, jetzt hier. Okay. Genau, also wir haben eine Konsole abgelegt und ein Spiel. Schließe dich Prometheus auf seiner Mission an, die Menschheit zu retten. Das ist Lara Croft, das sehe ich doch. Das ist Tomb Raider auf dem Bild. Zoom mal ein bisschen, das sieht tatsächlich so aus. Ich kann die Konsole upgraden. Ach so, das war das. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal ein Video auf, okay? Okay, Gameplay-Zeit 1 Stunde. Mehr können wir aktuell nicht machen. Müssen wir alles noch freischalten. Reaktionsmäßig würde ich sagen, so ist am sympathischsten von der Kamera her, würde ich mal sagen, oder? Dann sieht man ein bisschen den Hintergrund, aber man hat trotzdem noch seine Reaktionen, meine Reaktionen im Blick. Ne, ich denke, so mittig passt ganz gut. Okay, so. Okay, oh, du kommst voller Energie rein, du sagst schüchtern. Nein, natürlich immer mit Energie. Lara Croft und so, ne, hier. Der Hund deines Nachbarn fängt an zu bellen, aber du überspringst. Was, du überspringst? Du erklärst, wie es läuft. Du verschickst. Nö. Auch wenn der bellt. Ja, meine Güte. Lege ich ein paar Giftköder aus. Oh, nein, mache ich nicht. Du bedankst dich bei deinen Abonnenten für ihre Unterstützung und du überspringst. Nee. Du machst eine technische Bemerkung. Handherz. Ja, am ehesten noch das hier. Am ehesten noch so. Piepan verliert an Batterie. Du bittest um Abonnenten. Nee, auch jetzt immer noch eher so. 4 Sterne, Leute. Ja, cool. Weil ich ehrlich geblieben bin. Ich bin jetzt wirklich ehrlich geblieben. Das sind alles Auswahlmöglichkeiten, die ich gemacht hätte. Alter, okay, das laden wir sofort hoch. Das wird mein bestes Video ever. Video bearbeiten. Wie oft ich das jetzt noch im Spiel sagen würde. Mein bestes Video ever. So, das. Achso, ja, wir können ja nicht anders machen, ne? Wobei, warte mal. Nee, warte. So. Wenn ich das jetzt hier so nehme. Ah, nee, das bringt ja auch nichts. Nee, wir müssen es ja in der Reihenfolge lassen. Anders geht's doch gar nicht. Okay, tatsächlich gefällt mir das mit dem hier irgendwie am besten. Das bin halt so ich irgendwie so. So einfach irgendwie ein Thumbnail davon machen, wie man mal so ein bisschen blöd geguckt hat oder so. Meistens nehme ich tatsächlich auch, also oftmals nehme ich auch vorgefertigte Bilder, die ich schon mal gemacht habe von meinem Gesicht oder so, um sie ins Thumbnail zu packen, aber auch gerne mal von Ingame-Situationen, wo ich einfach lustig in die Kamera geguckt habe oder sowas. Das bin halt ich. So. Das Gameplay, das du niemals erwartet hättest. Ja. Schlechter geht's nicht. So schlimm hast du noch nie Gameplay gesehen. Ich versuche jemanden zu trollen und es geht schief. Nein, das stimmt ja auch nicht. Was du bisher nicht über Hashtag Action wusstest und was dich sprachlos machen will. Es ist alles so... Warte mal, was bieten die hier das? Wir werden über Hashtag Action reden, Gameplay. Das ist ziemlich simpel, aber am ehesten noch ich. Ich würde eigentlich schon noch einen Titel irgendwie reinbringen, aber meistens nicht so Clickbait oder sowas, dass ich jetzt sagen irgendwie, oh mein Gott, sie zieht sich aus oder so. Nein. Das Hashtag Abenteuer. Lachen mit Hashtag Abenteuer. Ja, ich finde, das ist okay. Das ist okay. Ich würde es von den Symbolen jetzt nicht unbedingt gerade so machen, aber es ist ganz okay. Komm, nehmen wir mal das. So sieht sich auch bei jedem Video vom Rechner. Okay, 2,5 Wertung. Okay, wir werden immer besser. Wir werden immer besser. Was sagst du, Piepan? Hm? Oh, ich habe was umsonst gekriegt. Einen Burger?
Hey Toffee, ich dachte mir, dass du nach der Aufnahme und Bearbeitung so vieler Videos vielleicht Hunger hast. Also habe ich dir etwas zu essen geschickt. Guten Appetit. Piep, piep, du kannst keine Videos aufnehmen oder bearbeiten, wenn dir die Energie ausgeht. Um neue Energie zu tanken, kannst du etwas essen oder schlafen gehen. Nach dem Aufwachen startest du in einen neuen Tag. Zum Glück hat Xavier dir gerade etwas zu essen geschickt. Öffne deine Tasche und esse etwas. Piep, piep. Okay, jetzt lernen wir auch noch, dass wir essen können. Einen großen AFK-Burger. Ich kann den auch am Keyboard essen. Ja, guck dir mal meine Tastatur an. Die zeige ich euch am besten nicht. Die sieht total eklig aus. Nee. Tatsächlich bin ich am Schreibtisch ziemlich reinlich eigentlich. Nur ein bisschen chaotisch ist es gerne mal. Aber Dreck muss ich immer wegmachen. Aber ich habe doch kein Problem damit, ein Video zu essen. Wenn es das Video zulässt. So, halten. Ja, ich halte ihn einfach fest. Bis er kalt ist. Neue Energie. Yippie, piep, piep. Deine Energie ist wiederhergestellt. Ich habe die Restaurants der Stadt für dich auf der Karte markiert. Du kannst in ein Restaurant gehen und da etwas essen oder dir etwas zum Mitnehmen holen. Schau auf die Karte, wann immer du willst. Piep, piep. Okay. Meine Abonnentenzahl steigt. Wir gehen schnurstracks auf die 100 zu. Da muss ich ein Abonnenten-Special machen, oder? Jetzt, warum entspannst du dich nicht ein bisschen und erkundest die Stadt? Du bist neu in der Stadt und musst Leute kennenlernen. Gute Freundschaften werden deiner YouTuber-Karriere auf jeden Fall helfen. Es gibt bestimmte prominente und seltsame Nachbarn in YouTube City. Warum gehst du nicht und lernst sie kennen? Lerne 10 Nachbarn kennen. Das ist eine Nebenquest tatsächlich. Die werden wir aber erst das nächste Mal machen. Ich werde jetzt schlafen gehen, dann speichert das Spiel automatisch und bedanke mich fürs Zusehen. Hashtag Abo, Abo, Abo. Entschuldigung. Nee, ihr dürft trotzdem gerne Kommentare und Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir hoffentlich schon ein großes Stück weiter sind in unserer famous YouTuber-Live-Karriere. Bis demnächst. Tschüss.